Die drei größten Fehler beim Verkaufen. Die meisten schließen nur 15% ihrer Verkaufsgespräche erfolgreich ab. Mein Gott, ich mache 90%. Wie ist das möglich und wie kannst du das auch erreichen? Herzlich willkommen. Ja, und in diesem Video verkaufe ich dir das Geheimnis des erfolgreichen Verkaufens. Wie gesagt, es sind drei Fehler, die denn meistens die Performance kosten. Sie lassen sich die Butter vom Brot nehmen und schließen eben nur 15% oder sogar noch viel weniger von ihren Verkaufsgesprächen ab. Warum ist das so? Welchen Riesenfehler machen Sie? Und ich verrate dir diesen einen Fehler und noch viel besser, ich erkläre dir in diesem Video, wie du es richtig machen musst, anschaulich, mache ein paar Beispiele, damit du siehst, Verkaufen ist eigentlich einfach, wenn du weißt, wie. So ist das. So, jetzt, was ist dieser eine Fehler, der den meisten das Genick sozusagen beim Verkaufen bricht? Warum schließen sie so wenig ab? Die meisten haben das Problem, dass sie während dem Gespräch den anderen zu überreden versuchen. Jetzt kannst du dir vorstellen, ne, wenn diese Situation da ist, A und B treffen sich. Ja, und B, also der Verkäufer, versucht denjenigen, der sich ja interessiert, von etwas zu überreden. Das fühlt sich für den an, der ist grundsätzlich interessiert, aber das fühlt sich so an, als wenn der manipuliert wird. Jetzt kannst du dir vorstellen, jeder hasst dieses Gefühl, manipuliert, also überredet zu werden. Aber 99% aller Verkäufer suchen den hier zu überreden. Das ist natürlich ein Konstruktionsfehler. Frag dich, wo der Fehler ist. Das kann ja gar nicht funktionieren. Jetzt, wie musst du richtig vorgehen? Und du wirst sehen, das, was ich dir jetzt beschreibe, da wirst du sagen, ey Christian, ist doch total logisch. Ja, warum mache ich das nicht immer so? Und diese Anleitung, die kann jetzt wirklich, das ist so der 1-Million-Dollar-Tipp, denn Verkaufen ändert alles. Also auch wenn du spirituell bist und anderen helfen möchtest, wenn du es nicht schaffst zu verkaufen, kannst du der Person nicht helfen, das Leben zu verbessern. Das ist ganz einfach. Und deswegen ist so wichtig, dass du lernst, richtig vorzugehen. So, das Erste, was du wissen musst, ist, das sage ich gebetsmühlenartig, der Aufbau muss stimmen. Das bedeutet, du musst einfach richtig positioniert sein. Und wenn du Erfolg haben willst, als Coach oder Berater oder Experte, ganz generell im Business, aber als Experte besonders, ist erstmal, dass du keinen Bauchladen hast, sondern dass du eine Expertenpositionierung hast. Ja, und dann nicht nur irgendeine Expertenpositionierung, sondern dass du ein Premium-Angebot machst. Was ist das? Das bedeutet, dass du dich für eine Zielgruppe entscheidest, wo du genau weißt, die berührt dich, das ist die richtige Zielgruppe, die ist aber auch kaufkräftig und ich verstehe diese Zielgruppe gut und mein Herz schlägt für diese Zielgruppe. So, bingo. Jetzt kommen da ein paar Faktoren zusammen. Okay, du verstehst die Zielgruppe gut und du hast Bock, der Zielgruppe zu helfen. Die Zielgruppe hat ein Riesenproblem, wirklich ein großes Problem und du bietest eine geniale Lösung an, um dieses Problem zu lösen. Du bist Experte genau in dem. So, wenn das zusammentrifft, das ist super. Jetzt, weil du ja da motiviert bist und weil du der beste Experte für diese Zielgruppe bist, denen zu helfen, musst du ja nur lernen im zweiten Schritt, wenn das gegeben ist, so wie erzeuge ich jetzt großen Sog in den sozialen Medien, ja, damit der Richtige oder die Richtige auf mich zukommt. Das ist das, was du haben möchtest, ja. Die kommen auf dich zu. Das ist das, wovon ich immer geträumt habe. Ja, die kommen auf mich zu. Das finde ich richtig cool. So, weil ich wusste, wenn der Richtige zu mir ins Gespräch kommt, ist das eigentlich einfach. Und so empfinden das auch unsere Kunden. Also, deswegen muss der Aufbau stimmen. Jetzt steigen wir da ein in diesem Gespräch. So, und jetzt ist es aber doch nicht so einfach, ne? Jetzt, wenn du da wieder überreden willst, Igitt, denkt er sich und weg hier. Ja, ich will doch gar nicht, dass mich jemand überredet. Jetzt kannst du alles versauen, das darfst du nicht machen. Sondern du kommst jetzt und jetzt weiß die Person ja schon einiges, die hat sich schon informiert, ne? Die kommt schon völlig interessiert. So, und jetzt musst du da richtig ankoppeln. Ja? Du machst quasi so eine Art Vertrag, sagst, okay, du bist heute da, um da, wo du hin möchtest, da schauen wir, ob ich dir helfen kann und ist es in Ordnung, wenn ich dir jetzt einige Fragen stelle. Ja? Das heißt, du machst eine saubere Ergründung. Du musst ehrliches Interesse zeigen, wirklich zu verstehen, wo ist diese Person, wo möchte sie hin? Und was sind so die Spezifika dieser Person? Also worauf kommt es der Person vielleicht an? Was könnte jetzt für diese Person schwierig sein? Das sind so die persönlichen Präferenzen. So, und das findest du alles mit ehrlichem Interesse raus in der ersten Phase. So, und dann präsentierst du natürlich das Angebot, das genau diesen Präferenzen entspricht. Ja, das bietest du an. Und natürlich in genau dieser Art, was die Person eben wollte. Und dazu ist nämlich erforderlich, dass du vorher die Positionierung sauber gelöst hast, dass du jetzt da nicht im Kopf plötzlich jetzt irgendwie ein Ad-hoc-Angebot schmiedest,
sondern du hast dich ja positioniert. Das bedeutet, du ziehst den Kunden an und dann weißt du ja, was der braucht und du hast zwei Varianten oder drei Varianten in petto, wo du eine davon nehmen kannst und dies ist dann perfekt passend. So musst du das aufziehen, ja. Und du merkst schon, da gibt es so einige Punkte, die man falsch machen könnte. Aber wenn du das richtig machst und richtig aufbaust, dann kannst du in dieser Situation jetzt was anbieten, was diese Person vom Hocker haut. Das hat sie in der Art so stimmig noch nie gehört, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt fragst, Mensch, möchtest du das haben? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person innerlich sagt, ja klar will ich das haben. Die sind 99%, ja. Und das ist total wichtig, dass du das so machst. Alle haben so im Kopf verkaufen, ja. Das ist so wie Staubsaugerverkäufer. Ne? Du verkaufst irgendjemand, was er gar nicht braucht. Nee, du machst genau andersrum. Du findest raus, was braucht diese Person und dann bietest du was Geniales an, was brillant dieses Problem löst. Und die Person will genau das haben. So einfach ist Verkauf. Wenn du das lernen willst, wie mache ich den richtigen Aufbau, wie führe ich solche Verkaufsgespräche, dass du Glück, denn wir haben sowas im Angebot. Ja, so ist es. Also das heißt, unterhalb von diesem Video findest du genug Links. Du kannst jetzt wählen. Meldest dich direkt zum Gespräch bei uns an, zu meinem Erstgespräch, wo wir dich beraten, so wie ich es beschrieben habe. Ja? Wo möchtest du hin und so weiter? Da kannst du das erleben. Ja, melde dich an, probier es aus. Oder du sagst, nee Christian, ich will es erstmal von dir persönlich beraten werden, dann haben wir ein super Angebot. Jeden Mittwochabend 18 Uhr, Yvonne und ich suchen jemand aus und auf dem Hot Seat kannst du dich bewerben, da kannst du uns deine Fragen stellen und wir helfen dir direkt völlig kostenfrei. Findest du den Link unterhalb vom Video. Ja, wenn du jetzt sagst, ey, super Video, gefällt mir, das würde mich extrem freuen. Hey, dann Likes und ja, abonniere auf jeden Fall den Kanal und leite es auch an andere weiter, denn Verkaufen ist so, so wichtig, ist mir echt wichtig, dass man quasi die Wahrheit über Verkaufen erfährt, wie es wirklich geht, sodass es Spaß macht, sodass es authentisch ist und so weiter. Und mich würde es persönlich freuen, dir weiterhelfen zu können. Warum? Unsere Mission ist, 1 Million Menschen zu helfen, ja, viel bessere Selbstständigkeit zu bekommen mit deiner Gabe. Da geht viel mehr bei dir und ich würde gerne helfen, deine Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Bis bald, dein Christian.